Hallo Leute, mein Name ist Hotze C und willkommen zurück zu einem weiteren Tag in Minecraft. Letztes Mal in der ersten Folge haben wir uns geschafft, völlig ausgerüstet zu sein in Diamant Armor, mehr oder weniger enchanted und auch ein bisschen die Diamanten Tools. Und wie ihr sehen könnt, ich habe mir goldene Hosen angezogen. Heute geht's ins Nether. Wir brauchen ein paar Blaze Rods, damit wir ein Eyes of Ender machen können und für Sprueing. Und auch ein paar Nether Rods wären fein, auch für Sprueing. Also, lass uns ein Portal bauen. Dann schauen wir mal, was uns auf der anderen Seite erwartet. Ein Nether Waste Biome ist nicht das schlimmste Biome, gerade wenn man direkt aus dem Portal kommt. Eine ziemlich sichere Variante. Nicht so wie Basalt Data, Crimson Forest oder Soul Sand Valley, die alle potenzielle Kreaturen in sich bergen, die uns töten können. Aber hier sind wir auf der Suche nach einer Festung, nach einem Nether Fortress. Und da ist auch schon eins. Mal sehen, wie wir da reinkommen. Ich glaube, ich brauche ein paar Blocks, um mögliche Löcher zu stopfen. Einfach, dass wir auf der sicheren Seite sind und nicht unglücklicherweise in unser Verderben stürzen. Ah, sieht gut aus da drüben. Das scheint ein, ja, das ist ein Blaze Spawner. Dann lass uns hier etwas in die richtige Richtung graben und dann können wir hoffentlich ein paar Blaze Rods farmen. Der Spawner hier ist ziemlich offen, so dass wir links und rechts möglicherweise in unser Verderben stürzen können. Drum lass uns doch hier rasch ein bisschen ein Sichtschutz bauen. Das sollte etwas Sicherheit bieten, so dass wir hier auf der Plattform stehen können, ohne dass wir von den Blazes direkt befeuert werden. Und dann können wir auf diese Art ein paar Blaze Rods farmen. Vier haben wir schon. Ich denke, das sollte nicht allzu lange dauern. Dank unserem Looting 3 Schwert ist es ziemlich einfach, bald ein ganzes Stack an Blaze Rods zu erhalten. Und da wir eine ziemlich gute Rüstung haben, auch ohne Fire Protection oder Fire Protection Potion, nehmen wir nicht allzu viel Schaden vom Feuer. Nun, da wir einen Stack haben, möchte ich ein bisschen schauen, was dieses Fortress sonst noch zu bieten hat. Netherwort wäre schön, damit wir Potions brauen können. Ich würde auch nicht Nein sagen zu einem Witherskull oder 3. Dann könnten wir den Wither spawnen und
uns selbst ein Beacon holen. Dieses Fortress hat nicht allzu viel zu bieten. Zwei Blazespawner und lange Gänge. Und das war's. Das heißt, für unser Netherwart müssen wir uns wohl ein andermal ein anderes Fortress suchen. Ich denke, es ist an der Zeit, nochmals einen Vorstoß ins Nether zu wagen, in der Hoffnung, dieses Mal etwas Netherwort zu finden, damit wir auch Potions brauen können. Hoffentlich haben wir dieses Mal mit dem Fortress mehr Glück. Und da haben wir eins gefunden, nach noch einiger Zeit suchen. Und ein paar Sackgassen. Mal schauen, wie wir am besten reinkommen. Auch hier gibt's Blazes. Aber das sollte für uns kein Problem sein. Wir müssen ein bisschen vorsichtig sein, weil meine Pick fast aufgebraucht ist. Das kann gefährlich werden, die falschen Bewohner hier zu schlagen. Dann lass uns mal warten, bis sie sich beruhigt haben. Dann wollen wir mal schauen, ob sie sich beruhigt haben. Oh, anscheinend nicht. Das kann böse ausgehen. Ich habe meinen Weg zurückgefunden. Die Zombified Piglins scheinen beruhigt und unser Zeug ist alles noch hier. So wie es aussieht, wurde nichts entwendet. Sehr gut. Vielleicht suchen wir uns einen anderen Eingang. Der ein bisschen mehr Schutz bietet. Eine Kiste. Sackgasse. Noch eine Kiste. Nicht wirklich viel Wertvolles drin. Okay, Diamanten nehme ich. Kiste hier. Gold nehme ich auch. Flint und Steel. Hier geht's runter, da geht's rauf. Wahrscheinlich bekommen wir hier die Kurve. Noch mehr Kisten mit mehr Gold. Das heißt, hier ist fertig, hier ist fertig. Hier geht's runter zum Netherwort.
Dann lass uns das einsammeln. Auch den Soul Sand. Den brauchen wir. Um Netherwort wachsen lassen zu können. Und dann denke ich, haben wir es für diesen Nether-Trip gesehen. Aber wir müssen immer noch den Heimweg finden. Es gibt Leute, die verwenden Fackeln, um sich zu merken, wo sie hergekommen sind. Ich mache das auch manchmal. Aber nicht konstant. Hier habe ich eine gesetzt, um den Eingang zu markieren. Aber den Rest müssen wir ohne finden. Oder fast ohne finden. Nachdem ich so lange gebraucht habe, um das Netherwort zu finden, denke ich, ist es an der Zeit, dieses Video zu Ende zu bringen. Aber zuerst werden wir noch eine Potion brauen, welche wir dann nächstes Mal im End benötigen. Und zwar ist dies Feather Falling Potion. Und der Grund, warum wir das machen, ist ganz einfach. Wenn wir den Drachen bekämpfen, die größten Möglichkeiten, dass wir sterben, ist, wir fallen in den Void, unter Umständen schon ganz am Anfang. Und wenn wir da Feather Falling haben, dann fallen wir langsam runter und wir haben die Möglichkeit, uns allenfalls noch mit einer Ender Pearl zu retten, bevor es mit uns zu Ende ist. Und auch der Drachen kann uns so ziemlich in die Höhe werfen. Und obwohl wir Feather Falling 4 auf den Stiefeln haben, denke ich, Feather Falling hilft auch dort. Und wir machen Feather Falling, das normale Potion verlängern wir auf 4 Minuten. Das heißt, wir haben 3 Stück, das sind 12 Minuten. Das sollte reichen für den Kampf. So, das war's. Zumindest für diese Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ihr schaltet auch nächstes Mal dazu, wenn es ab ins End geht, wo wir hoffentlich den Kampf gegen den Drachen bestehen. Bis dann. Tschüss.